Es wird mal wieder Zeit. Wir sind mal wieder in der Waschanlage und machen mein Auto sauber. Zeit wurde es auch. Allerdings ja, aber da macht voll Spaß. Ach, jetzt macht dir das Spaß, ja? Das fällt unter mein Zimmer. Look into my eyes and you will see. See the way that you still got a hold on me. Sweeter than a memory. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Ich bin gerade dabei, hier mal unsere Körbchen zusammenzupacken, weil wir wollen jetzt einkaufen gehen fürs komplette Wochenende. Wir haben ja heute Freitag. Bedeutet, ich packe. Ich gehe einkaufen für heute mal übermorgen. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, was wir Montag zum Mittag essen können. Ich glaube, ich mache einfach Spaghetti Carbonara. Was also, hältst du davon, einen Tag Montag? Ach nee, Spaghetti Carbonara. Ich hab auch am Auto dran gedacht, aber ich wollte es nicht sagen, weil ich das nicht essen möchte. Guck mal, Leute. Naja, Leute, guck mal, man sieht auf jeden Fall, dass ich Adidas hasse. Okay, was essen wir heute? Heute essen wir Ravioli. Du, Ravioli. Ja. Genau. Ravioli. Hier, Mara, komm mal bitte her. Mara! Ja? Hier, mach mal bitte hier noch die Pfandflaschen rein, die da liegen. Nee. Dann kann ich das hier noch mitnehmen. Auch die Glasflaschen? Ja, aber vorsichtig bitte noch. Nein. Dann nehmen wir das noch mit. Zweck ist es weg. Was sagt sie? Maras, wolltest du jetzt mitkommen zum Einkaufen? Ja. Dann los, komm, anziehen. Alles oder? Maras, warum sagst du sowas? Weil ich los, da, Schuhe an, hinter dir. Okay. Darf ich Papa fragen, ob ich eine Nintendo mitnehmen kann? Ja, auf jeden Fall. Muss ich schnell fragen gehen. Lauf bitte langsam, ja? Ja, ich nehme die schwarze mit den grünen. Nein, die auf keinen Fall. Nur die kleine, die türkisene. Aber die Tasche nicht. Frau. Mama. Maris. Hä, hast du gehört? Ja, ich bin eine Mama und eine Mama haben Fuchsohren, die hören alles. Hast du auch das? Mach bitte, ich geh sonst. Mama, hast du auch so. Das? Oh. Ich bin jetzt halt. Dann macht mal hin, oder was? Ich dachte, hast du das ja auch? Ich mach mich vereiern, das ist die letzte. Was haben sie gesagt? Mama ist ein Wildschwein. Nein! Es wird mal wieder Zeit. Wir sind mal wieder in der Waschanlage und machen mein Auto sauber. Zeit wurde es auch. Allerdings ja, aber da macht voll Spaß! Ach, jetzt macht dir das Spaß, ja? Das fällt unter mein Zimmer. Das ist hier ein ganz blöder Winkel gewesen mit dem Reinfahren. Was denn? Das Rad, das Lenkrad geht seinen eigenen Weg hier. Ja. Wir gehen gleich zu Kaufland und zu Edeka. Ich will morgen früh Gulasch machen. Gulasch, ja, das habe ich mir gewünscht. Gulasch. Und heute gibt es so Selbstverpflegung, da kann sich halt jeder... Das hat man schon lange nicht mehr, ne? So jeder seine eigenen dann Sachen machen. Da kann sich jeder aussuchen, was er essen möchte und ich esse mit Maris Ravioli. Mama, ich habe euch Angst. Ich mache laufend auf Play. Stopp. So, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder zu Hause. Unschwer zu erkennen. Es tut mir ja voll leid, dass euch jetzt so ein bisschen diese ganzen Einkaufs- und draußen stattfindenden Aktivitäten fehlen auf der Kamera. Aber ich will euch halt nicht zeigen, wo wir wohnen. Sorry. Weil, also ich meine, klar, selbst wenn man es wüsste, kann man hier nichts machen, weil wir ja komplett ummäuert und umzäunt wohnen. Aber
Das ist so ein Punkt, was mich an dem alten Haus so richtig genervt hat, ist, dass man das wirklich immer wusste, wo wir wohnen und dass da die Leute wirklich dran vorbeigelaufen sind und gesagt haben, guck mal, hier wohnt XY, wo ich dann mal dachte, boah, okay. Ja, ich habe mir ein bisschen Frühling nach Hause geholt. Ein bisschen Tulpis. War seine Bastelsachen, ich habe keine Ahnung, was damit sein soll. Charlie? Was ist los, mein Schatz? Geht's dir gut? Okay, warte mich nicht. Ist schon okay. Ja, wir haben jetzt hier gerade den Einkauf ausgeräumt. Ich glaube, also ich habe noch für Marlene, kann ich das jetzt eigentlich sagen? Nee, das kann ich nicht sagen. Geburtstagsgeschenke mitgenommen. Ja. Deswegen ist das ein bisschen teurer ausgefallen heute. Irgendwie sind die schief, ne? So, Matthias ist oben fleißig. Maris hat sich jetzt auch gerade mal in sein Bett geschmissen und ein bisschen runterfahren, zum Runterfahren. Ich werde mir jetzt auch gleich irgendwie angucken, wie ich, dadurch, dass das Video hier erst morgen Abend online kommt, kann ich mir natürlich eure Tipps nicht angucken zum Thema Paprika schälen häuten. Deswegen werde ich mir gleich online Thermomix-mäßig was angucken. Ich glaube, die muss man vorher dünsten oder irgendwas macht man noch, damit man die richtig häuten kann. Genau, das werde ich gleich mal machen. Und dann, ja, erstmal kurz ein bisschen runterkommen, ne, Schatzi? Was ist los, mein Schatz? Dass du mal hier unten bist. Wow. Normalerweise liegt die den ganzen Tag im Badezimmer wegen der Fußbodenheizung, weil die dann natürlich schon hochgedreht ist. Hallo, mein Schatz. Ja. Hm? Legst du dich ein bisschen in die Sonne? Ein bisschen in die Sonne legen, mein Schatz. Guck mal hier, Charlie, komm mal her. Charlie, komm mal her. Oh ja, hier brät das ja richtig. Charlie, komm mal her. Charlie, komm mal hier. Guck mal hier. Hier kannst du dich richtig durchbraten lassen. Komm mal her. Hier ist schön, hm? Hier ist das Wetter auch nicht zu Hause. Kuschikatze. Mach mal hier fein. Charlie, mach mal Kuschikatze. Charlie, mach mal ein Röllchen. Charlie, hier ein Röllchen. Mach mal hier ein Röllchen fein. Hört auf! Hört auf! Komm mal her, Marzi. Arrogantes Vieh. Ja, das ist schön. In der Sonne sitzen und braten lassen. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe erstmal ganz kurz an den Rechner. Ich habe jetzt gerade mal so eine Fragerunde bei Insta gemacht. Tanja, zeig mir mal. Oder auf jeden, das können wir doch auch mal mit euch machen. Ihr könnt mir jetzt unten in die Kommentare reinschreiben. Tanja, zeig mir mal, also beziehungsweise ihr könnt mir sagen, was ich euch zeigen soll. Tanja, zeig mir mal deinen Kleiderschrank, dein was weiß ich. Schreibt mir das mal alles unten in die Kommentare rein und ihr bekommt es dann alles zu sehen, was ihr sehen wollt. Ich suche mir die geilsten Sachen raus und zeig euch dann die Sachen. Genau. Also alles unten reinschreiben. So, pass auf, nicht die Tür weit aufbiegen. So, ich mache jetzt so einmal Erdbeeren fertig. Mama, ich möchte ohne Zucker weg, nur
Nein, die werden jetzt nicht gegessen. Die kannst du gleich essen. Warum gleich? Warum denn jetzt? Warum muss denn, wenn wir nach Hause gekommen sind, alles aufgegessen werden, was ich gekauft habe? Ja. Will mir nicht in meinen Kopf. Das ist doch lange her, bis du eine kaufen willst. Ja, stimmt. Das ist schon eine Stunde her. Ja. Mhm. Ich wollte jetzt eigentlich ein Crossing spielen, aber Papa kommt der nicht ganz ja. Darfst du was spielen? Hä? Darfst du? Darfst du mir ja sagen? Nein, habe ich nicht. Ja, du hast auf den Jahrlehrer. Kommst du noch die Sachen alle weiter auf? Warte. Wenn man im Februar verzweifelt Erdbeeren kauft und sich den Sommer ran wünscht. Da habe ich doch glatt vergessen, ein Ende zu machen gestern. Sorry dafür. So, ja, wir haben ja gestern noch Film geguckt. Die Kinder haben nur noch die Erdbeeren gegessen. Ich verstehe schon wieder nicht, warum sie die nicht hier reingeräumt haben, aber okay. Ja, und dann sind wir ins Bett gegangen. Ich war gestern so müde. Ich wäre am liebsten schon um 14 Uhr ins Bett gegangen. Ich weiß auch nicht, was gestern los war. Auf jeden Fall war ich total verpennt, voll übel gewesen. Genau. Und deswegen habe ich nicht mehr weiter gefilmt. Ich bin jetzt auch schon dabei, den neuen Tag zu beginnen. Bedeutet, ich fange jetzt den nächsten Vlog an. Mit einer nächsten Aufgabe, mit der ersten Aufgabe für heute. Genau. Deswegen, das war's ja von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss.